sehr, sehr emotional. Habe ich das wirklich nicht erwartet. Ich habe das gesagt, ich vorstelle mich nicht sowas. Niemals. Und wenn du da bist und die ganze Stimmung, die Leute da, Familie, Freunde, es ist wirklich sehr emotional. Das war für mich etwas Besonderes. Ich glaube, das ist das perfekte Finale für mich. Haben Sie sich das so vorgestellt? Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich wollte wirklich Spaß haben mit Freunden und einfach das genießen mit den Leuten. Aber es geht wirklich in mein Herz und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und ich kann nur Danke sagen. Claudio, wie stolz bist du denn und wie froh, wie viele von deinen Freunden und ehemaligen Mitspielern hier aufgelaufen sind? Sehr stolz und natürlich sehr dankbar, dass viele von meinen Freunden konnten wieder auf den Platz mit mir zu stehen. Das war für mich eine wirklich Ehre und freue mich richtig. 40.000 ausverkauftes Stadion bei einem Abschiedsspiel, Claudio. Ist das nicht Wahnsinn? Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe nicht, wie gesagt, nicht sowas vorgestellt, aber ich fühle mich geehrt und wirklich unglaublich, unglaublich gut. Wenn man das alles jetzt nochmal so durchlebt, wie sehr wirst du all das vermissen? Ich werde das heute werde ich vermissen, wirklich. Aber es wird immer in meinem Herz bleiben und das habe ich immer gesagt, ich komme immer wieder gerne hier nach Bremen. Ich bedanke mich für die ganzen Leute, für die ganzen Fans, die Stadt, die Mannschaft, Werder Bremen, meine Kollegen, meine Freunde. Danke an alle, wirklich. An euch auch, muss ich auch sagen. Wirklich, danke. Jetzt geht es erst richtig los eigentlich, Claudio, heute Abend. Kann Claudio Pizarro feiern? Die jetzt kommt der zweite Teil von der Fiesta, ja. Das war der erste Teil von der Fiesta und jetzt kommt der zweite Teil von der Fiesta. Und das Gute ist, viele werden zum ersten Mal peruanisches Essen haben. So, das werde ich mich freuen, wie das schmeckt. Sind Claudio, Sie denn ein Feierbeast? Wie bitte? Sind Sie denn ein Feierbeast? Ich? Ja. Wie äußert sich das? Ja, wir werden ein bisschen genießen die Zeit zusammen wieder. Können wir ein bisschen von den alten Zeiten reden und von den neuen Zeiten auch reden. Und ein bisschen genießen und tanzen und ja. Wie war es denn körperlich auf dem Platz? Du musstest ja als einziger Spieler durchspielen. Ja, ich habe auch nicht alles 30 Minuten viel gelaufen. Ich war da und ich habe gesagt, ich trainiere schon immer ein bisschen und es war schon gut, es war gut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Mit den Freunden, da kannst du viele Sachen machen. Und wie war es mit den Tränen? Ein paar haben wir gesehen, glaube ich, oder? Das ist normal, glaube ich. Oder so eine Abschied, ich glaube, man wird emotionell und natürlich die ganze Freunde da zu sein, meine Eltern, meine alte, eine der meine ersten Trainer. Es ist wirklich sehr emotional und das ist ganz normal, glaube ich. Claudio, abschließend, wenn du zurückblickst auf deine Karriere, alles richtig gemacht, bist du happy? Ich bin happy, alles richtig, glaube ich nicht, weil ich habe viele Fehler gemacht, aber die Fehler manchmal sind auch richtig, weil von den Fehlern lernst du und dann gehst du weiter oder gehst du nach vorne. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich den Claudio mit 20 Jahren was sagen muss, dann werde ich sagen, super, du hast super gemacht, hast du eine gute Karriere gemacht, bist du ein guter Mensch und mach weiter so. Schönes Schlusswort. Okay. Eine Frage noch, ganz kurz nochmal. Welcher Moment hat Sie besonders heute in Ihr Herz gelassen? Ja, am Ende des Spiels natürlich die Runde, meine Eltern zu sehen, mein Bruder mit mir zu spielen. Ich habe mit ihm nie gespielt auf dem gleichen Platz. Dafür für mich etwas Besonderes. Mein Sohn, dass der da war, auf dem Platz mit mir die ganze Zeit und auch die ganze Kollegin mit Miku auf dem Platz zu stehen auch. Ich habe mit ihm noch nie gespielt und heute war da, war alles, wirklich alles hat mich überrascht und war alles sehr emotional und sehr gut für mich.